soll ich euch... Ich kann euch zu jeder Hauptstadt der Fürstentümer bringen. Wenn ihr etwas Geld braucht, könnt ihr uns gerne bei der Feldarbeit helfen. Ist alles klar. Ich jage. Wenn man nicht gierig ist, gibt es genug für alle. Ihr braucht Guten Morgen. Ja? Ich jag, werft einen Blick darauf. Bis zum nächsten Mal. Meine Wilderei tut doch niemandem weh. Der Jarl kann wohl kaum jeden Hirsch essen, oder?
Wir sind die Anhänger von Fürst Boetia. Wollt ihr euer Können auf die Probe stellen? Ich nehme euch aus wie einen Hawker. Der Fürst der Pläne, Täuscher der Nationen, Verschlinger von Trinimark, die Königin der Schatten, Göttin der Zerstörung, er, der zerstört, und sie, die auslöscht. Unser Fürst trägt viele erhabene Namen, aber sie werden nur uns Sterblichen gerecht. Sprecht ihre mächtigen Namen bis zum Ende der Zeit aus, und sie bedeuten nichts. Namen bedeuten unserem Fürsten nichts. Sie kümmert sich nur um jene, die sich um sich selbst kümmern, deren Herzen gefüllt sind mit Entschlossenheit, die ein Leben voller Taten führen. Wir sind nach Boetias Vorbild erschaffen. Mit unseren Zungen und Klingen prägen wir der Welt unseren Willen auf. Ihr seid ein Nichts. Ein leerer Hauch, zerstreut von der leichtesten Brise. Gut, vielleicht habe ich euch falsch eingeschätzt. Ihr seid ein Nichts. Hier ist niemand. Ihr wart schwach. Nun seid ihr tot. Welche Zeichen habt ihr hinterlassen, damit wir uns an euch erinnern? Wir sind die Anhänger. Ein Wort oder ein Dolch? Zum richtigen Zeitpunkt. Wollt ihr euer Können gegen mich auf die Probe stellen? Obwohl wir im Schatten leben, ritzen wir unauslöschliche Zeichen in die Welt. Ein Wort oder ein Dolch zum richtigen Zeitpunkt. Beide können mit dem Fleck. Obwohl wir im Schatten leben, ritzen wir unauslöschliche Zeichen in die Welt. Wollt ihr euer Können gegen mich auf die Probe stellen? Wir sind die Anhänger von Fürst Boetia. Wollt ihr Der Fürst, unser Namen bedeuten unsere... Wenn ihr einen Blick auf unsere dunkle Herrin werfen wollt, müsst ihr Folgendes tun. Stellt zuerst unter Beweis, dass eure Zunge für das Lügen geschaffen ist. Findet jemanden, erlangt sein Vertrauen, führt ihn zum Schrein. Befehlt eurem Sklaven dann, die Säule der Opferung zu berühren. Ihre Magie wird ihn umhüllen und wehrlos machen. Dann... Gestärkt durch Gewissheit, stecht tief mit der zeremoniellen Klinge zu, damit das Wasser seines Herzens euch reinigt. Ist euer Wille stark genug, wird Boetia in ihrem dunklen Anwesen erweckt und wird vor uns erscheinen. Das bleibt abzuwarten. Doch wenn es so ist und Boetia erscheint, werden wir euch als einen von uns willkommen heißen. Wenn ihr Boetias Aufmerksamkeit wollt, müsst ihr einen Sklaven auf ihrem Schrein töten. Ein Wort oder ein Dolch zum richtigen Zeitpunkt. Wollt ihr euer Können gegen mich auf die Probe stellen? Wollt ihr euer Können gegen mich auf die Probe stellen?
bringe ich mehr an diesem stinkenden Kerker. Da sterbe ich doch lieber als ins Vergeben. Bis hierher und nicht weiter. Bis hierher und nicht weiter. Ich werde dich fertig. Ja! Ihr seid ein Niemand. Genug. Wir beide sind, wenn ihr es wünscht. Dann mal los. Ihr braucht, wenn ihr es wünscht. Nach euch.